Wir wissen ja noch, Misty war im Krankenhaus und hat sich damals ihren Finger gebrochen. Deswegen geht sie auch so langsam. Sie muss den Finger schonen. Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen im lauschigen Industriegebiet. Na, es ist wohl eher die Rückseite des Rotlichtbezirks, aber mein Gott, herzlich willkommen zurück hier bei GTA 3, Let's Play GTA 3, um genau zu sein. Und ich habe erschreckenderweise festgestellt, dass hier gerade die Polizei vorfährt, aber die hat nichts gesehen. Ich habe erschreckenderweise festgestellt, dass wir uns überhaupt nicht regenerieren, wenn wir hier speichern. Alter, wie fährt sich denn dieser Idaho? Das ist ja hier ganz schlimme Sache. Auf jeden Fall heißen euch Daniel Müller alias Claude Speed hier wieder willkommen. Und wir sind wieder auf einen Abstecher in den Sexclub gegangen. Hier gerade mal Misty und der Mafioso heißt unser neuer Job. Und Will Smith, der muss nach Hause gehen. Der Don's Sohn Joey Leone, er will some action from his regular girl Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Ja, alles klar. Mein Gott, was hat denn der für Probleme? Also, der gute Luigi, ich nehme jetzt an, vielleicht ist das doch, ne? Der hat uns hier... Ein Polizist in der Nähe. Der gute Luigi hat uns hier gesagt, na gut, wir sollen hier die Misty wieder mal abholen. Der Sohn von dem... Ah, was ist jetzt? Jetzt lasst mich da doch ausparken. Verdammte Rasselbande. Der Sohn von dem Don anscheinend. Es gibt natürlich eine Mafia, also gibt es auch einen Don. Der will die Misty sehen und die wohnt hier anscheinend in der Gegend. Ach, das ist ja süß. Die wohnt hier gleich um die Ecke. Die Misty, die kennen wir schon aus der ersten Folge. Die linke Umschalttaste drücken wir, um zu hupen. Dann weiß die Gute auch, dass wir vor der Tür stehen. Wir wissen ja noch, Misty war im Krankenhaus und hat sich damals ihren Finger gebrochen. Deswegen geht sie auch so langsam. Sie muss den Finger schonen, darf da gerade gar nichts tun. Wir arbeiten jetzt fest für Luigi. Das finde ich gut, by the way. Und wir sind auch ein sehr gewissenhafter Fahrer. Die Misty wird das schon wissen von der vorletzten Folge aus. Na gut, wir sind gerade noch angefahren, aber gut, so als verantwortungsbewusster Fahrer hat man natürlich auch sehr viel Verantwortung gegenüber seinen Mitpassagieren, oder was heißt Mitpassagieren, nur den Passagieren. Alter, dieser Wagen, der hat aber ganz schön Driftvermögen, muss ich hier sagen. Ja, wir fahren einfach mal hier rüber und liefern die Misty ab. Ich meine, eine Abkürzung ist ja immer toll, da geht's einfach schneller. Die Misty lassen wir hier bei Joey's Auto Painting aussteigen. Das ist doch schön, die ist mit einem Mechaniker zusammen oder Mechatroniker, wie das jetzt auch immer heißt, oder einem Autolackierer oder sowas. Das ist schön, wenn sie einfach einen Freund hat, der ein solides Einkommen hat, einen soliden Job. Joey! Und na, die lieben sich auch wirklich. Schön, dass es hier kein scharfes S gibt. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later, there might be some work for you. Alright? Alright. Ja, wir sind stumm, ne? Habe ich in der letzten Folge erwähnt. Ich habe das verwechselt mit einem Namen zu haben und stumm zu sein. Ach huch, hier klingelt das Telefon. Leute, da müssen wir rangehen. Wenn wir die Polizei hier noch rüberfahren. Der Abkocher. Da haben wir eine Telefonmission ergattert. Ja, es ist immer ganz besonders schwierig, gute Finanzberater zu finden. Das ist einfach ein Problem, das wir alle irgendwie haben. Und der Marty Chongs, dem die Fleischfabrik gehört, hier um die Ecke, der hat uns prompt mal angerufen, weil sich dachte, ach, vielleicht können wir ihm dabei helfen. Und wir als netter, freundlicher Krimineller müssten irgendwie hier über die Mauer kommen, scheinbar. Das heißt, ich bin den falschen Weg gelaufen, so wie immer. Na gut, Taxi! Auf jeden Fall müssen wir uns um die Geldsorgen des Marty Chongs kümmern.
Der gute Mann braucht einfach Hilfe, was seinen Steuerberater angeht. Oder wie auch immer, seinen Banker. Kann ich hier rein? Na siehste. Man muss nur fragen, dann wird einem auch hier geöffnet. Und der Marty ist total ein freundlicher Kerl. Der überlässt uns nämlich sogar seinen Firmenwagen. Und ja, wir wissen, der Marty hat Geldprobleme. Das sieht man auch so ein bisschen an dem Perennial da, der hier steht. Das ist jetzt nicht gerade ein toll aussehender Firmenwagen. Den Bankier wird das nicht besonders beeindrucken, wenn wir mit so einem Ding vorfahren. Aber ist vielleicht auch ganz gut, dann merkt er, dass da gar nicht mehr viel zu holen ist. Ja, also wir holen uns immer das Herz hier nebenbei, dann können wir uns wieder ein bisschen regenerieren. Ach, das können wir nur nehmen, wenn wir aussteigen. Ja, das machen wir jetzt nicht. Nee, das ist mir jetzt zu blöd. Also nee, da bin ich jetzt einfach stur. Manchmal muss man stur sein im Leben. Genauso wie ich hier wieder über die Grünfläche fahre, wie ich es wahrscheinlich immer machen werde. Also, das ist keine Besonderheit. Ja, wir müssen natürlich einen seriösen Eindruck machen und fahren einfach mal von dieser Seite und tun so, als würden wir ganz normal hier fahren. Der Polizist hat irgendwas geraucht hier gerade nebenan, aber solange er wegläuft, ist kein Problem. Ja, wir müssen natürlich mit einem dringenden Termin hier zu diesem Marty Chongs, das heißt, mit anderen Worten erklärt, wir müssen die rote Ampel mal ignorieren und auch sämtliche andere Verkehrsregeln. Ja, das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man hier für die Finanzwirtschaft arbeitet. Ist ja so, kennen wir. Solche Börsenspekulanten haben sie auch nicht leicht. So, mein Freund, triff dich mal mit dem guten Marty Chongs. Und ich nehme mal an, wir müssen den guten Mann dann wieder nach Hause bringen. Ist aber ein seltsamer Banker oder Bankier, der hat nicht mal einen Aktenkoffer. Vielleicht ist der Marty Chongs auf einen Scharlatan reingefallen. Das wäre ihm nicht zu vergönnen. Ich meine, ich finde das wirklich böse. Oh. Ach so. Ja. Ja, das ist natürlich klar. Also, der Banker hat hier einfach schlechte Arbeit geleistet, hat sich scheinbar tatsächlich als Scharlatan entpuppt. Und, sehr klar, also da muss natürlich auch der Marty Chongs dann einfach mal sagen, tut mir leid, Kumpel, also, das geht nicht. Wir müssen auch mal einen Schlussstrich ziehen. Und jetzt dürfen wir den Wagen einfach mal zur Schrottpresse fahren, damit man wirklich sagen kann, okay, das Kapitel ist abgeschlossen. Nein, dem Marty Chongs ist es lieber, dass wir überhaupt keine Verbindung mehr zu dem Banker herstellen können. Das heißt mit anderen Worten auch keine Haare oder Fingerabdrücke in dem Wagen sicherstellen. Das wäre ihm ganz besonders wichtig. So, hier ist also die Schrottpresse hier neben der Tankstelle oder wo? Da müssen wir hier rein. Irgendwo abgelegen, Ende der Welt. Aber kein Problem für unser Navi. So. Ja, parke in der markierten Zone, das kriegen wir gerade noch hin. Und aussteigen kriegen wir auch noch hin. Na gut. Oh ja, ist zwar ein schönes Auto, wir hätten es gerne behalten, aber es ist doch schade, wenn der Marty Chongs das Auto sieht, dann sieht er immer diesen Bankier vor sich. Das geht einfach nicht. Also der trauert dem ja nach und dass es irgendwie nicht geklappt hat, dass er sich verlassen fühlt von seinem Finanzberater, das kann man ihm nicht zumuten. Ist interessant, wie der Magnet und die Schrottpresse da so ineinander übergehen, dass sie einfach durch sich durch, sagen, wie nennt sich das, transzendent sind. Ja, auch nicht schlecht. So, eine Frage, die uns der Marty Chongs nicht beantworten konnte. Wie kommen wir jetzt eigentlich wieder weg? Wir haben das Fahrzeug erledigt. Und hier bei der Schrottpresse, hier gibt es nicht unbedingt neue Autos. Hier ist gleich die Straße. Na, da können wir uns ein Auto organisieren. Halt, stehen bleiben. Nicht so schnell, wir kommen nicht hinter. Hallo, bitte, warten. Oh, guck mal, da ist ein Autoladen. Ach, das ist doch toll. Ganz groß mit einem Pfeil. Ach, das ist doch super. Wir könnten aber auch zur Tankstelle gehen und uns da was schnappen. Aber, nee, ach komm, wir gehen jetzt zum Autoladen und holen uns was. Wir haben uns was verdient. Sieht hier nicht wie eine vielbefahrene Gegend aus. Natürlich auch gut, dass es dann hier die Autos gibt. Boah, es ist nicht so toll. Ach, der da drin kommen, der ist doch gut. Ich weiß, diese Wägen, diese Vorführwägen sind nicht immer so der Bringer. Aber wir können die Scheibe irgendwie nicht zerstören. Na gut, wenn wir die Scheibe nicht zerstören können, zumindest nicht per Hand, dann machen wir es uns einfach und zerstören die Scheibe mit einem Auto.
So easy ist das. Ja, ne, gewusst wie. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Tja, meine lieben Freunde, das ist eine Besonderheit. Wir haben das erste von insgesamt 100 Päckchen hier auf der Karte gefunden. Das wird so eine richtige Sisyphus-Arbeit, die alle zu finden. Ich habe gar keine Ahnung, wo die sich verstecken. Die werden wir mehr oder weniger per Zufall finden. Also vielleicht mache ich mal eine extra Folge, wo ich... Alter, der Banshee geht vielleicht ab. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine extra Folge, wo ich die Päckchen suche, aber im Normalfall werden wir die einfach zufällig entdecken. War da eins? Nee, das ist irgendwas anderes. Irgendein Drogending. Wissen wir nicht so genau, was das ist. So, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ja, wir könnten zu Marty Chongs zurückfahren, ne? Und dem sagen, dass unsere Aufgabe erledigt ist. Wo müssen wir denn da? Ach ja, Richtung Joey müssen wir da. Ja, Joey, der Sohn von Salvatore. Der scheinbar der Don hier ist. Ich hoffe, der Name Salvatore war schon erwähnt. Wahrscheinlich nicht. Na gut, dann habe ich jetzt gespoilert. Macht aber nichts. Alter, der Banshee hier. Hallo, tolles Auto. Aber der Joey ist auf jeden Fall der Sohn des Dons. Dem haben wir seine Freundin gebracht. Der sagt, na gut, er hat noch ein paar Jobs für uns. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Ist die Frage, ob wir jetzt nochmal so einen Telefonanruf von dem Marty entgegennehmen können. Das wäre nämlich auch ganz nett. Aber ich glaube, es ist schon zu spät. Ich glaube, der Marty ist schon im Bett. Ja. Ja, ich denke, der ist nur irgendwie tagsüber. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Seid ihr verrückt oder was? Hier, was soll denn das? Verkehrssicherheit, aber hallo. Nee, zum Joey gehen wir jetzt nicht. Dann fahren wir doch einfach mal wieder. Ja, es macht so Spaß, einfach die Umwelt zu zerstören. Nee, also wir fahren jetzt einfach mal wieder nach Hause. Das muss auch mal sein. Oh, da ist ein Patriot. Den müssen wir uns schnappen. Beim letzten Mal musste ich auf den Patriot verzichten, weil da irgendeine Mission mit verknüpft war. Dieses Mal können wir uns den einfach so schnappen. Dann schicken wir den Patriot noch in Richtung Hafen. Und hören währenddessen noch ein bisschen Double Clef FM. Ich liebe diesen Radiosender. Ihr glaubt gar nicht, wie entspannend es ist, diese klassische Musik zu hören und währenddessen Leute totzufahren. Also für die Mafia zu arbeiten hat auch Vorteile. Diese schöne italienische Musik hier zu genießen. Ja, ja. So, wir liefern noch kurz unseren Patriot ab. Diesmal auch ganz ohne Schwierigkeiten. Um unser Konto ein bisschen aufzubessern. Ja, wir können uns jetzt richtig sehen lassen. Also hier, Folge 3 und schon richtig fett Kohle. Ist auch nicht so schlecht. Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir auch hier, hatte ich schon in der letzten Folge erwähnt, wäre schön, wenn wir hier direkt ein Auto hätten und nicht immer hier zurückhüpfen müssten. Aber mei, kann man sich halt nicht aussuchen, ne? Ist halt ein bisschen schwierig immer. Alter, was ist hier heute los? Hier geht ihr auf denselben Kostümball oder was? Habt ihr euch irgendwie nicht entscheiden können? Oder seid ihr Drillinge? Ich glaube, es sind Drillinge. Ja. Frauen halt, ne? Und ihre komischen Kleidungsattitüden. Ja, aber gut, bitte. Solange ich mich nicht genauso anziehen muss mit dieser Frisur, passt. Ist in Ordnung. Jedem das Seine, ne? Wir leben in der freien Welt. Ah, es ist schön. Das können wir genießen. Das dürfte ein Idaho sein. Nee, das ist kein Idaho, aber wir brauchen es, glaube ich, nicht. Was bist denn du für ein komisches Ding? Ach, da geht natürlich genau ein Polizist vorbei. Na, dann lassen wir das doch lieber sein. Nee, man muss ja nicht immer alles gleich klauen. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, Leute. Es wird ein richtig schönes Let's Play. Das Gefühl habe ich jetzt schon. Halt! Wird hier geschossen? Ich hoffe nicht auf mich. Ich hoffe, die schießen nicht auf mich. Alter, das ist ja hier brandgefährlich. Schießt ihr auf mich? Nee, seid ihr überhaupt böse? Ja, ihr habt eine Waffe in der Hand. Aber die schießen nicht auf mich. Nee, die sind freundlich. Ach, ich wollte mich doch noch heilen gehen. Na, darauf müssen wir jetzt getrost verzichten. Aber das macht nichts. Ich hoffe, die Folge ist nicht zu kurz. Ich habe leider vergessen, mir die Uhr zu stellen. Aber ich glaube, das macht nicht so viel. Ist halt ein bisschen kürzere Folge jetzt. Oder sie ist total lang und ich krieg's nur wieder nicht mit. Ah, ich fand's auf jeden Fall eine sehr schöne Folge. Wir haben ein bisschen was geschafft und... Also ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Was bist denn du für ein Auto? So rein aus Interesse. Ein hässliches Auto, das ist mir klar. Aber was bist du? Ein Manana. Ja, du kannst es wieder haben. Ich brauch's nicht. Hallo? Du kannst ein Auto zurück...
Weißt du was, vergiss es doch. Und ihr könnt auf eine zweite Spur wechseln. Das ist eine... Hallo. Mann, Leute, das ist nicht so schwer. Guck mal, du setzt den Blinker und fährst hier auf die andere Spur. Guck mal, und jetzt kannst du weiterfahren. So Gott, du bist doch... Weißt du was, ich hätte dir einfach nur beim Ausparken geholfen. Weißt du, und du bist gleich so ein komischer Depp, du. Ich weiß nicht, wie kann man nur so unsympathisch sein? Frechheit. Du gibst doch keine Ruhe, oder was? Mann. Es gehört sich echt nicht. Und hört mal auf zu hupen. Mann. Jetzt steig in dein Auto und fahr weg. Steig in dein... Du Gott. Steigst du in dein Auto und fährst... Dann steig ich eben in dein Auto und fahr weg. Wie kann man nur so ein ungustuöser Mensch sein? Ist doch Wahnsinn, oder? Ich helfe ihm beim Ausparken. Jetzt ist er tot. Ja, das hast du jetzt davon, mein Freund. So, und dein Auto? Wenn du nicht zu deinem Auto kommst, kommt dein Auto eben zu dir. Alles okay, der Mann hat nur eine Reifenpanne, er repariert sie gerade. Ach Mann, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen kleinen Kommentar schreibt. Wir können auch immer noch einen Namen für unseren Haupthelden gebrauchen. Denn wie gesagt, Claude Speed finde ich nicht so toll. Und Daniel Müller ist ja nur sein Zivilname. Also wäre schön, wenn wir da was zusammenbrächten. Ansonsten, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und sage bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.